Das nächste Logikvideo, obwohl es erst ja wie noch das Analytics-Video geschaut haben, nicht so gut gelaufen ist, das erste Logikvideo. Ich mache jetzt trotzdem weiter, vielleicht kommt es ja noch. Und zwar haben wir dort angeschaut, es gibt Aussagen und die können entweder wahr oder falsch sein. Und ich habe jetzt mal eine definiert, Aussage A. Und zwar ist die, es gibt unendlich Primzahlen. Für noch kurz, was ist eine Primzahl? Eine Primzahl ist definiert, man kann sie nur durch sich selber und 1 teilen. Ausser 1. 1 ist keine Primzahl. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt mal durch, vielleicht kommt mir dann ein Gefühl dafür rüber. 1 ist keine, weil ich so gesagt habe. 2. Also es darf nur durch sich und durch 1 teilbar sein. 2 geht geteilt durch 2 und es geht auch geteilt durch 1. Gut, das ist 1. Dann 3. Dann geht durch 3 und durch 1, durch 2 geht es aber nicht. Weil da gibt es Kommazahlen. Also mit teilbarer meine ich ohne Rest, ohne Komma. 4 kann man durch 4 teilen und durch 1, aber auch durch 2. Und darum ist es keine Primzahl. Dann 5 ist durch sich selber und 1. Aber nicht durch 2, nicht durch 3, nicht durch 4. Gut. 6 durch sich selber und 1, aber auch durch 2 und 3. Gut, das ist nicht. 7 geht wieder durch sich selber und 1. Das sage ich jetzt nicht mehr, ich sage nur noch, da will ich sich selber und 1 sage ich nicht mehr. Und 7 geht durch 6, nein, das sind 5, nein, 4, nein, 3, nein, 2, nein. Okay, 7 ist auch 1. 8 geht durch 2 und durch 4, also ist es keine. 9 geht durch 3, ist darum auch keine. 10 geht durch 2 und durch 5, gilt nicht. 11 geht nicht durch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, geht alles nicht. Also da ist eine. Man kann eigentlich nur die Zahl auch einfach schauen, geht es, kann man es durch eine andere Primzahl teilen. Wenn es da geht, dann ist es selber keine. 12 geht durch 2 und durch 3. Und 13 ist wieder eine. Das sind mal die ersten Primzahlen. Und ich habe jetzt die Aussage definiert, es gibt unendlich Primzahlen. Dann habe ich da noch kurz repetiert. Nicht A, da ist wieder A. Also nicht A ist genau den wahr, wenn A wahr ist. Also dass nicht unendlich Primzahlen gibt. Also der Teil ist, es gibt nicht unendlich viele Primzahlen und das Ganze dann heisst, es gibt nicht unendlich Primzahlen. Das ist verwirrend, aber wenn man es so schreibt, dann merkt man nicht, da kann man einfach den weglassen und hat dann einfach nur noch das A. Wenn ich dann beweisen will, ist, ich zeige, aus nicht A, also es gibt endlich viele Primzahlen, zeige ich, dass es doch noch mehr Primzahlen gibt. Da wird der Beweis sein. Da zeige ich.
Machen wir die Vorwärtstabelle. Ich habe A, B geschrieben. B habe ich gar nicht definiert, aber wir haben es bis jetzt immer so gekannt. Habe ich gedacht, ich mache es jetzt so. Und so ist A falsch, falsch, wahr, wahr. Falsch, wahr, falsch, wahr. Ist B. Aber es kommt eigentlich nur aufs. Ups, das ist nicht so schön. Und aufs A drauf an. Und dann rechts habe ich alles da aufgeschrieben. Das erste ist da, wo ich beweisen will. Und nachher habe ich umgeformt, dass da alles das gleiche ist. Und zwar, aus Nicht-A folgt Nicht-Nicht-A. Das ist das gleiche wie, das haben wir im letzten Video gesehen. Es ist nicht die linke Aussage oder die rechte Aussage. Die rechte Aussage ist Nicht-Nicht-A, oder? Die da, die recht, und nicht die link. Nicht die link ist nicht nicht a. Das heisst, wir haben nicht nicht a oder nicht nicht a. Nicht nicht habe ich da oben gezeigt. Da ist, kann man auch gerade weglassen. Also nicht nicht a oder nicht nicht a, da ist das gleiche wie a oder a. A oder a ist a. Also wenn ich da links zeige, hier, wenn ich sage, das stimmt immer, dann habe ich gezeigt, dass A immer stimmt. Interessant, oder? Ich sage da, wenn es nicht unendlich Primzahlen gibt, dann folge ich daraus, dass es doch unendlich Primzahlen gibt. Und da ist genau das gleiche, wie ich sage, einfach, es gibt unendlich Primzahlen. Vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber wenn man da mit Logik hier anschaut und da eben, ich habe es einfach umgeformt, da ist einfach das, was ich letztes Mal gesagt habe. Man tut ein Nicht vorne an. Und nachher kann man die zwei Nichten löschen, wie ich da oben gesagt habe. Und dann A oder A, da kann man auch gerade einfach A sagen. Ja. Gut, gehen wir zum Beweis. Oder nein, im nächsten Video zeige ich euch den Beweis. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, wie das alles hier funktionieren sollte, dann könnt ihr das letzte Video nochmal anschauen, dort schaue ich ein bisschen Logik an.